Meine und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Es ist sturmfrei, mein Vater ist auf Arbeit und ich wichs mir. Na gut, ich wichs mir nicht einen runter. 00 Bond 00, erwähl mich mal, please, okay. 00 Bond 00, hallo. Also, ich möchte ja nicht pushen, aber ich war ja wieder auf der... Ach du Scheiße. Oh shit. Fuck. Ich war ja mal wieder auf der Suche nach einem Thema und... Auf so nach einem Thema war heute im Radio ein wirklich interessantes Thema, und zwar ein Junge hat ein Fahrrad geklaut. Da klingelt die Polizei bei ihm und da sagt dann die Mutter, und da fragt der Junge so, Mom, willst du irgendwas? Da sagt die Polizei so, haben sie uns gerufen? Und sagt die Mutter, ja, mein Sohn hat dieses Fahrrad geklaut. Und das steht groß zur Debatte jetzt gerade im Radio bei uns. Findet ihr es okay, wenn euer Sohn was klaut? Würdet ihr den dann verpfeifen? Und wenn ja... Also, wenn ja, falls ihr einen Sohn hättet, natürlich, ich denke nicht, dass einer meiner Zuschauer schon im etwas älteren Bereich ist und hier schon ein paar Kinder hat. Aber falls das so wäre, wenn euer Kind was geklaut hat, Leute, stellt euch mal im hypothetischen Fall vor, würdet ihr ihn dann anzeigen? Beziehungsweise auch die Polizei rufen? So, Mr. Dino, du stirbst sowieso. Würde mich echt mal interessieren, weil das hat mich heute im Auto echt beschäftigt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Marc ein Arschloch ist. Nein, mich hat's ganz ehrlich interessiert, denn... Ich finde es einfach sau interessant, sein eigenes Kind anzeigen. Auf der, das machen ungefähr, das würde vielleicht 1% der Eltern machen, meiner Meinung nach, weil... Moment kurz, ich muss kurz einen Schluss. Ich muss ganz kurz ein Stück River Cola Cola Mix trinken mit 0% Zucker, 100% Geschmack, damit ich mich ein bisschen gesund ernähre, laut meinem Vater. Ah. Oh Gott. Oh Gott, da kam noch die Pizza vom Mittag mit. Jetzt habe ich so Salami im Mund. Oh shit! Nein! Weg hier! Du PS3. Du stirbst sowieso, oder du gehst drauf. Das ist ja auch. Oh scheiße. Oh fuck. Nein, ich kam nicht weg. Oh man. Ich brauch eine neue Waffe. Hier, ich wechsle dann zur Spider. Selten. Mal gucken, wie so ist. Aber dieser PS3-Stock hat sogar mehr Score, also ich sollte mich was schämen. Aber gut, ja, ich möchte ganz kurz zum Thema kommen. Wenn das mein Sohn gewesen wäre, ich hätte ihn vielleicht beiseite genommen oder so. Und dann hätte ich das Fahrrad zurückgebracht. Aber ich als Mutter hätte meinen Jungen niemals der Polizei übergeben. Ich meine, wie arschig musst du da bitte sein als Mutter? Das geht doch gar nicht. Also ich persönlich würde mir ja da als Mutter Schuldgefühle ohne Ende machen, wenn ich sowas machen würde. Also das ist somit die asozialste Aktion, seit der ich jetzt seit langem gehört habe. War ohne Witz. So was Asoziales. Das ist so, man verrät sein eigen Fleisch und... Oh Gott. Ich kann ja volle Kanne in die Menge reinsprayen, aber passiert mit dem wirklich was. Wirklich so Massenzombies einfach sind, da machst du einfach nichts. So, wer lebt denn noch? Mikzerpel. Ein Zungenbrecher. Gehen wir doch mal durch die Lüftungsschacht. Und übrigens, wer das Spiel Five Nights at Freddy's noch nicht kennt, ja, ich habe es mir damals bei dem Let's Player Markiplier angeguckt. Ich kann es nur empfehlen. Das Spiel ist Kult. Also wer das nicht gespielt hat bzw. gesehen hat, der gehört echt geschlagen. Das Spiel, das müsst ihr in euren Kind... müsst ihr in eurer Kindheit einfach mal gespielt haben. Mikzerk-Zex. Also jetzt halt in der US-Server zu sind, kommen jetzt die ganzen Polen rüber zu uns, ne? Oh, shit! Oh, nein, ich war gerade bei den Polen, ne? Und die Polen machen da echt Probleme, ihr seht schon. Ich vermisse ein paar meiner Items, wahrscheinlich hat sie die mitgehen lassen. Spaß. Und da wollte ich noch ein zweites Thema ansprechen, was ich auch schon im Forum eröffnet habe. Was mir persönlich auch ein bisschen am Herzen liegt. Die Entfernung ist jetzt aus der Insolvenz raus. Es wird einen anderen Publisher geben, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, beziehungsweise Brickforce wird nicht pleite machen. Erstmal die guten, also es waren jetzt erstmal die schlechten Nachrichten. Und da würde mich aber interessieren, weil es wird auf jeden Fall, denke ich, eine Season 5 kommen. Zu 100 Pro. Und da ist jetzt meine Frage an euch. Was würdet ihr euch zu Season 5 wünschen? Bricke, was weiß ich, neuen Modi, irgendwas. Was wünscht ihr euch? Das interessiert mich echt richtig brennend. Weil mich persönlich... Mich persönlich, ach du Scheiße.
Es ist zu lange her, dass ich in der Schule war. Was mir persönlich einfach am Herzen liegt und was ich mir auch die ganze Zeit gewünscht habe, ohne Ende. Mein absoluter Traum, also... Ich wollte zum einen das alte Level-System, weil das alte Level-System war einfach da... Auf jeden Fall. Das alte Level-System war einfach etwas... Beim alten Level-System hat es mir noch Spaß gemacht zu leveln. Na, guck mal. Hier zum Beispiel dieser Mr. Dino. Er ist ein Lauch. Okay, nee, falsch. Ich weiß, ich gebe euch ein Beispiel. Früher gab es vielleicht auf dem gesamten EU-Server ungefähr 3 Leute, die wirklich oberst waren. Vielleicht 4 oder 5 zu Ende. S2. Da hat man sich auch wirklich über ein Level gefreut. Da war das noch verdient. Heute ist wieder random. Sowas. LOL. Ah, was ist das für... LOL. Oh shit. Da war mein Premi weg, ey. Das ist jetzt scheiße. Oh fuck. Oh nein, der hat nix! Ohne Witz, wenn ich den Score für die noch bekommen hätte, das wären ja doch mindestens 400 gewesen, ey. Scheiß Bastard. Ich glaube, ich hau danach nur auf FNAF 2 rein, weil das Spiel nicht kennt, auch mal anschauen, auch bei Markiplier, ja. Ich habe mich köstlichst unterhalten gefühlt, weil es war klar, es war einfach klar, wisst ihr, wenn man da so feststeckt, irgendwie wie im Rattenarsch, da passiert einfach nichts. Mann. Ich habe aber auch ein Pech, ey. Ich leiste mir ein Score-Battle mit 0-0 Bond 0-0, ey. Das kann eigentlich nicht sein. Wo gehe ich denn hin? Ich gehe aufs Klo. Nochmal richtig schön ein durchgeschissen. Verpassen wir erstmal das Armageddon, was jetzt hier drinnen abgeht. Och, scheiße. Okay. Durch. Lol, und ich wurde sogar wieder von 0-0 Bond 0-0 überholt. Unverdienterweise. Ah, das Score-Battle will ich nicht verlieren hier. Das kann ich angehen. Ja, komm, macht auch noch einen Brickshot. Ich verkack natürlich. Okay, eigentlich müsste ich jetzt nur noch 0-0 Bond raushauen. Stirb doch, du Hure! Oh, fuck. Oh, shit! Double Steal. Also, ich muss jetzt nur eigentlich diesen Typ eigentlich eine reinzwiebeln. Da habe ich schon mehr Score als er, so mustert. Und hat Score Battle gewonnen gegen den Typen. Er hat zwar nicht mitgemacht, aber das ist ein interaktives Battle. Kann man sozusagen sagen. Aber wird aber auch alles gesteht, muss ich sagen. Wer ist denn noch übrig? 3 Überlebende, 2 Zombies. Wer überlebt denn noch? Nur die stärksten überleben. Ich, Mister und Raul. Also Raul hat's verdient. Weil Raul ist wirklich ein guter Spieler. Der war auch in Zombie Kings, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Wenn ihr gut im Zombie seid, bewerbt euch. Lol, Pistol muss ich mal nachladen. Another life or life. So, nur noch El Spartan. Ist das ein Türk? Nee, Türk ist das nicht. Das ist ein Spanier wahrscheinlich. Was geht im Clan-Chat ab? Gecko, wie wär's mit PW in die Mitteilung schreiben? Ist so. Egal, hab schon geknackt. Waage HDF war POV. Ups. Ja, super. Ach komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Habt ihr jetzt halt, wenn ihr noch die Daten vom Wildschlag TS kommt, könnt ihr raufkommen. Für 0-0 Bond 0-0 wurde eine Kickvote gestartet. Wo ist der? Der ist da hinten. Die gehen jetzt von zwei Seiten, ich sag, Raul erwischt's. Sag ich's doch. Sag ich es doch. Jetzt muss ich nur noch kurz den richtigen Weg rennen. So, nur noch 2. Boah, noch 10 Sekunden, ey. Das wäre das erste Mal, dass ich auf der Map die Runde überlebt habe, ohne Zombie zu werden. Das ist kein Witz jetzt. Ein letztes Mal Score. Hol da die Waldfee. Das war knapp. So, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von mir. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.